Reiche Kids machten es am Sonntag, den 7. Juli, ihren großen Vorbildern nach und bewältigten mit hervorragenden Leistungen die Schwimmrad- und Laufstrecken. Einen Tag, nachdem die besten Triathleten der Welt in Kitzbühel um wertvolle Weltcup-Punkte gekämpft und die Sportwelt restlos fasziniert haben, standen am Sonntag, den 7. Juli, der Triathlon-Nachwuchs im Mittelpunkt des Geschehens. Bei den Kids Tri Games nahmen auch heuer wieder mehr als 300 junge Triathleten teil. Der Tri Kids Kindertriathlon wurde wie in den vergangenen Jahren als Teil des Tiroler Triathlonzuges ausgetragen. Die Streckenlängen der Disziplinen waren dem Alter der Kids in insgesamt 8 Kategorien angepasst. Zusätzlich zählten in Kitzbühel die Klassen A und Junioren zu der österreichischen Triathlonverband Supersprint-Serie. Wir sind jetzt da mit der Obfrau des Triathlon-Clubs Kitzbühel. Heute ein Riesenevent, viele Kinder am Start. Ja, es ist ganz gewaltig. Wir haben an die 450 Kinder am Start, über 300 im Einzel, aus den Einzelbewerben und nochmal 150 aus den Teambewerben. Also ich bin baff. Man muss sagen, ein Riesenglück mit dem Wetter und die Kinder sind so eifrig dabei, das ist ein Wahnsinn, oder? Ja, es war natürlich, das Wochenende ist fantastisch. Gestern die Elite aufs Horn, die Vorbilder unserer Kinder. Heute selbst der Nachwuchsbewerb sehr international. Es sind 8 Nationen hier in Kitzbühel. Ja, was wollen wir mehr? Es wird jedes Jahr mehr, oder? Naja, jedes Jahr mehr. Irgendwann wollen wir nicht mehr, von der Menge, weil man muss einfach die Qualität schauen, dass man die heute bei den Bewerben, wir haben ja heuer 6 Bewerbe durchzuführen und es braucht natürlich allerhand Leute, allerhand Arbeit, Aufwand, aber es macht so unheimlich viel Spaß. Danke. Der Simon hat gerade die Klasse B gewonnen. Natürlich zufrieden, oder? Ja, klar. Bist du extra von Deutschland angereist für diesen Triathlon hier in Kitzbühel? Ja, schon. Ich habe gehört, das soll ganz cool sein. Dann haben wir gedacht, fangen wir mal her. Und wie oft trainierst du in der Woche? Ja, also so ziemlich jeden Tag außer Freitag. Der Starterfeld war ja unglaublich. Da waren ja viele gute Fahrer, Läufer und Schwimmer. Hast du damit gerechnet, dass du heute gewinnst? Ja, also ich wusste natürlich nicht, wie die Konkurrenz hier ist, aber ich habe einfach mal gedacht, gib halt alles, dann schaust du mal, wie es wird. Der David ist soeben ins Ziel gekommen. Du bist ja vom Triathlon-Club Kitzbühel, oder? Ja. Also als Einheimischer, bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, voll. Bei diesem Wetter ist ein super Event. Machst du zum ersten Mal heuer mit beim Triathlon in Kitzbühel? Nein, ich habe schon sehr oft mitgemacht, also das fünfte Mal schon. Also und was ist, wie oft trainiert ihr in der Woche? Also so jetzt 2 Mal. Einmal schwimmen und einmal laufen und rallen. Und ja, mal ein paar Mal am Wochenende rallen oder so schwimmen. Oder. Und was ist denn David seine Lieblingsdisziplin? Also laufen schon. Genau, die Erstplatzierte aus Deutschland. Neukamp, Theresa, Theresa, du bist gerade durchs Ziel gekommen und gewonnen. Ich habe gehört, nicht zum ersten Mal hier in Kitzbühel gewonnen. Ja, ich war schon öfters hier und es ist total cool. Zum wievielten Mal bist du jetzt in Kitzbühel am Start? Weiß ich nicht genau, aber ich glaube so 5 Mal. Also jedes Jahr dabei. Was ist deine Lieblingsdisziplin oder was machst du am liebsten? Schwimmen. Ich komme eigentlich vom Schwimmen und mache manchmal Triathlon. Also eigentlich Schwimmerin. Und was ist die Disziplin, die du am wenigsten magst? Ich mag eigentlich alles gleich gerne. Also dann werden wir dich auch nächstes Jahr wieder in Kitzbühel sehen, oder? Hoffentlich.
ganz tolle Geschichte nach dem tollen Tag gestern, wo die Elite aufs Horn gefahren sind. Heute die Kinder an der Reihe und wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir sind übervoll, wir haben ein Limit von 300 Starterkampf, sind weit drüber. Es sind Teilnehmer von Kindern aus 9 Nationen da, also ganz tolle Geschichte und es läuft wirklich alles rund, ja. Es wird ja jedes Jahr größer, wie du gesagt hast, 9 Nationen und hier in Kitzbühel, die Kinder sind mit einer Begeisterung dabei, das ist einfach schön anzusehen. Ja, es ist jetzt ja toll zu schauen, wie es mitmachen und auch unsere Kinder von unserem Verein von Kitzbühel, es sind 39 Kinder am Start, also ganz eine tolle Geschichte und der Kindertrill lebt natürlich auch von, ein bisschen vom Weltcup, weil viele schauen am Vortag schon zu und nützen auch das Ambiente und tolle Geschichte, ja. Die Lara ist gerade ins Ziel gekommen als Zweitplatzierte der Gruppe C. Ein super Rennen für dich, oder? Ja, also ist mir sehr gut gegangen. Hast du mit dem gerechnet, dass du Zweiter wirst? Nein, eigentlich nicht. Starke Konkurrentin gehabt, oder? Ja, Kitzbühel ist immer sehr mit vielen Teilnehmern. Aber du bist jedes Jahr dabei, oder? Ja. Und wie oft trainierst du in der Woche? Also ich habe einen Trainingsplan im Internet vom Heinz Bederkraut und da ist eigentlich jeden Tag ein Training drinnen. Und was ist so deine Lieblingsdisziplin? Was machst du am liebsten? Laufen. Wie viele Klassen sind jetzt heuer am Start? Also wie ist die Einteilung? Ja, es geht von den Ältesten bei den Junioren los, das Junioren-Jugend Klasse A, B und geht dann runter bis zu den 7-8-Jährigen. Und bei den großen Kindern gibt es eine Supersprint-Serie, das hat der Österreichische Triathlonverband ins Leben gerufen, weil da gibt es schon internationale Rennen und da kommen sie oft hin mit null Erfahrung. Und bei den Großen haben wir den Ablauf gleich gemacht wie bei der Elite. Also der Start, das Prozedere, Wechselzone, läuft alles gleich wie bei der Elite gestern. Und da können sie einfach lernen, wie es dann bei den Großen weitergeht. Dann freuen wir uns auf nächstes Jahr, oder? Ja, wir freuen uns selber, aber ich möchte an der Stelle noch einem Mann gratulieren für gestern, das ist der Grabner Herwig, weil der hat meinen Job eigentlich beim Weltcup übernommen und ich muss sagen, er hat einen tollen Job gemacht und war eine grandiose Veranstaltung, also Gratulation an ihn. Trotz der sehr kurzen, erst 7-jährigen Vereinsgeschichte kann das Triathlon Kitzbühel bereits auf tolle Erfolge und viele Titel zurückblicken. Und wer weiß, vielleicht steht ja auch mal einer von Kitzbühler Nachwuchs bei den Elite-Rennen auf den Treppchen. Hier wird auf jeden Fall fest daran gearbeitet.